Harold was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand. The Seeker had sought. Wir folgen den Spuren und immer zu diesen seltsamen Kristallen hier. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen a share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Das kann kein Wolf getan haben. Ich wollte die Brechstange nehmen. Wo ist die Brechstange? Ach Quatsch, das Notizbuch doch nicht. Ausrüstung. Brechstange. Carl wondered what the hell could that thing be. It looked like a man fossilized in ice. Oh Gott. All of a sudden, Carl felt like he was pulled inside a world of dreams, a cold, unknown dimension. Somehow, self-control was slipping from his grasp. Appearances, this was a hunting log. Better yet, a war diary. Geheimnisvoll Tagebuch, Seite 1. Das Biest schläft gern lang. In seinem Bau kann man so gut wie nicht eindringen. Überall ist Eis. Ich muss geduldig sein, darauf warten, dass sich zeigt. Ich muss wie ein Jäger denken. Das Biest greift häufig die Siedlungen am See an. Es versetzt die Weißen in Angst und Schrecken. Sie können es nie kommen sehen, aber sie fühlen seine Gegenwart. Wie eine eiskalte Hand, die sich um ihre Eingeweide legt. Das Biest stachelt die Wölfe an, macht sie aggressiver. Einer von ihnen hat mich angefallen. Ich musste ihm die Kehle durchschneiden. Als meine Klinge in sein Fleisch fuhr, klang es so wie beim Durchtrennen eines gespannten Drahtseils. Das Biest nähert sich dem Menschen immer mehr. Es geht nachts auf die Pirsch und wird stets vom starken Schneefall und heftigen Wind begleitet. Ich habe versucht, seine Fährte aufzunehmen, aber hatte keinen Erfolg. Ich kenne den weißen Mann in dem Eisblock nicht, aber eins weiß ich ganz sicher, das ist das Werk des Biestes. Seine Angriffe lassen das Blut seiner Opfer gefrieren. Die Weißen kennen sich mit dieser Naturgewalt nicht aus. Ich habe das Eis angefasst, in dem der weiße Mann steckt, und ich habe Dinge gesehen. Aber ich habe sie nicht verstanden. What could these engraved numbers mean? A fresh path suddenly appeared before Carl. 739. Your frozen hands in hot water. What happened? Now at least he knew who the unfortunate man petrified in ice was. Gilles Lachance, the general store's manager himself. Das ist der eben diesen Brief geschrieben hatte. That had to be the worst parking job ever. Who was Carl to judge, though? It may be customary to park like that around these parts, or not. Wir gucken mal, dass wir hier wegkommen jetzt. Wir haben soweit alles. Mann, das fängt ja gut an. Irgendwie gruselig, ne? Wir kommen hier an, wollten eigentlich einen Mann treffen, der war gleich tot.
Oh, was ist hier passiert? Oh, das sieht gar nicht gut aus hier. There was only void where the road should be. Carl hated dead ends. He felt trapped. It was as if the road had drowned in the lake. He would have to find help by another road. The track was fresh. That meant the car sunk down just a little while ago. Now where the hell could the passengers possibly have gone? Ein einzelner Stiefel? Someone had been playing with a crossbow here. A very dangerous game. A bolt could hit someone's tire or their eye. It could even kill someone if the aim was right. Also wenn das mal nicht geplant war, weiß ich auch nicht. In viele Fälle sollte der von der Straße gedrängt werden. Wir müssen hier irgendwie wieder zurück. Aber wohin? Geht's hier lang? Nee. Aber ich habe da was entdeckt gerade. Da lag noch was. Diese Fibel scheint Wilfried Roy zu gehören. Someone must have dropped this in a hurry, but whoever did was heading into the woods. Carl's tracking instincts were quickly kicking in. Guck mal, hier haben wir wieder diese Kristalle. Nee, die brauchst du nicht nochmal fotografieren. Das sind ja nur Bilder von den Kristallen. Eiswand. He was suddenly shivering. He was going back to the realm of visions. Carl had no issue recognizing the spirit-like figures, but he couldn't figure out what they wanted from him. The phantom, freed of reality's shackles, vanished in the forest. Earlier, Carl had witnessed a tragedy that befell it. Sind wir hinterher, oder? Ich weiß es jetzt nicht, was wir... Hier geht's auch irgendwie nicht lang. Vielleicht müssen wir ihm irgendwie folgen. Carl sensed that the cold was beating a retreat, as if he was moving away from some kind of center of gravity. Hier, aber hier geht's auch nicht weiter. Okay. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Frostgebiet. Also ich glaube, wir verlaufen uns gerade hier hemmungslos. Guck hier. Den gehen wir mal schnell nach. Ah, jetzt schnell aufwärmen. Also. Wir sollten vielleicht wirklich diesen Spuren folgen. Wir begegnen immer mehr mysteriösen Schatten. Uns immer weiter hier in diese Kreise reinziehen. Wo gehen sie lang? Gehen sie lang? Hier. Okay, hier drüben lang. Oh, ein Zelt. Okay. Ja.
Gut. Stick und Magnet. Vier Streichhölzer. Ist hier noch irgendwas? Nee. Machen wir auch nochmal gleich Feuer. So. Geht's denn von hier aus weiter? Nein, ne? Nee, die gehen genau bis hier hin. Vielleicht sollten wir nochmal zurück und denen dann nochmal folgen. Okay, guck mal, weiter geht's nicht hier. Die Jagd. Im Dorf findet eine sonderbare Jagd statt. Die Armbrustbolzen, die davon herrühren, sind sehr seltsam. Sie scheinen zu glühen, als ob man ihnen ein Feuer lodern würde. Dieses Feuer breitet sich aber nicht aus. Wie ist das nur möglich? Das Auto war nicht weit weg vom Erdrutsch, ja. Aber da müsste auch das Foto vom Pfeil sein, ne? Ja, ist es ja, aber... Ich habe ein Tagebuch gefunden, in dem von einer Jagd berichtet wurde. Jemand hat versucht, ein Biest aufzuhalten. Ich verstehe zwar nicht alles, aber immerhin komme ich mir nicht mehr so einsam vor. Okay, wir gehen mal hier zurück. Ich glaube, wir müssen hier auch irgendwie hin, aber ich wollte mich erstmal kurz aufwärmen und ich glaube, hier vorne auf der rechten Seite jetzt war so ein Briefkasten, da würde ich gerne mal reinfahren. Hier, guckt mal. Da. So. Ich vermute, die führen auch zu einem Haus. Ja, okay. Haus der Familie Blass. Ich vermute, die sind alle blass um die Nase. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. When finding a boot, one wonders what became of the foot. Ja, das ist der zweite Stiefel. When finding a boot, one wonders what became of the foot. Gut. Wir speichern hier mal. So, jetzt sind wir erstmal sicher. Da hat jemand keine Zeit mehr zum Packen. Faden anbringen, okay. Ein Magnet am Faden. The key, which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Clutze et Fils. A company name. Okay. Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. The spirograph amused Carl. It was a nice modern toy. Aside from being repetitive by nature and completely useless, still, it found its way into many Quebecois homes. Das glaube ich, ne? Alleine das auszumalen und so. Ist ja auch entspannt. Was gab's zum Mittag? Ah, nichts. Yam, yam, yam. Ein Steak. Dann schnappen wir uns gleich mal Bier. So, als wären wir zu Hause hier. Steak und Bier erstmal, ja. Flasche spülen. Okay, dazu brauchen wir erstmal eine Flasche. Gut.
dieses Lied, ne? Das verfolgt mich nur in meinen Träumen, ich sag euch das. So. 4 Zigaretten, na, das ist doch schon mal. Wer es braucht. Nichts. Okay. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. Wo sieht der da denn? Ach da. Ja, ja. Okay. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. Okay, wir gehen mal weiter. Oder auch nicht. The picture had been taken inside the house. It was the same wallpaper. Judging by the smiles, nobody suspected the impending misfortunes. Little Martin Blais with a family member. There was some resemblance between them, and Carl took note of the sense of bonding and pride they projected. Ja. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Okay. Etwas Lesestoff für die Freizeit. Also, muss schon cool sein, hier zu baden mit dem Ausblick, ne? Ein nicht aufklärbarer Unfalltod. In den letzten Tagen kamen die Ermittlungen im Todesfall Pierre Blais zum Erliegen. Die Autopsie des Leichnams hat keine neuen Erkenntnisse für die Ermittler ergeben, die sich wiederum weigern, Auskunft darüber zu geben, was als nächstes unternommen wird. Diese neue Entwicklung muss im Zusammenhang mit der Annahme eines Unfalls betrachtet werden, der von den Behörden weiterhin als offizielle Todesursache bezeichnet wird, obwohl die örtliche Bevölkerung teilweise großen Zweifel daran hat. Der Unfall soll sich in den Wäldern um den Atamipek-See ereignet haben. Pierre Blais' Leiche wurde vor 2 Wochen in der Nähe eines Fußweges zur Kupfermine gefunden, die schon bald wieder in Betrieb gehen wird. Blais war ein Ingenieur und arbeitete im Auftrag eines Konsortiums unter der Führung von William Hamilton an den Plänen rund um die Neueröffnung der Mine. In einer ersten Stellungnahme hat die Polizei zu Protokoll gegeben, dass die Leiche schändlich zugerichtet worden war. Mittlerweile lautet die offizielle Version jedoch, dass der Leichnam von wilden Tieren teilweise verunstaltet wurde und man aus diesem Grunde zuerst von einem Gewaltverbrechen ausgegangen war. Ja. Haben wir gesehen. Geistertüren, die schließen sich von alleine hier. Unheimlich. Ist hier eine Flasche drin? Oh, nee. Was ist das? Eine Quittung. For some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexandre Blais felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils. Okay. Naja, man muss ja irgendwie gucken, dass man da in Quebec auch sein Geld verdient. Aber das sind alles knochenharte Jobs. Also, das sind echte Kerle. So, wir gehen mal hier weiter. Was ist das für eine komische Geräuschkulisse? Plattenspieler, ja? Hier gehen wir nach oben. Das wird ja immer unheimlicher. Luises Tagebuch. Ich befürchte das Schlimmste für Alexandre. Er schläft kaum noch. Zuerst dachte ich, dass er an seiner Arbeit liegt. Aber die Sache ist schlimmer. Die ganze Nacht über starrt er nur ins Leere. Er spricht kaum noch mit mir.
Sein Sohn wollte mit ihm spielen, aber er hat kein Wort von sich gegeben. Und wie er immer auf das Fenster starrt. Letzte Nacht habe ich gehört, wie er im Schlaf gesprochen hat. Er kommt hierher, das hat er gemurmelt. Ich weiß nicht warum, aber diese Worte haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Kurz darauf ist er aufgewacht, schweißgebadet. Er konnte sich natürlich nicht an seinen Traum erinnern. Danach ist er nicht wieder schlafen gegangen und hat den Rest der Nacht kettenrauchend am Fenster verbracht. Heute Morgen hat er mir gesagt, dass ich meine Sachen packen soll. Ich frage mich, aus welchem Grund. Ob er das selbst weiß? Wir warten, aber worauf? Ich glaube, ich habe Angst. Ja, er hat schon was geahnt, ne? Guck mal, hier ist das Bild auch rausgenommen. Ist hier Müller mal vielleicht was? Nein. Nur hartnäckig süchtige rauchen im Bett. Na, wer von euch raucht im Bett? Wir machen uns etwas Licht. Evidenz. Le Monstre. Ja? Guck an, da sind die Wölfe zu sehen, aber noch ein anderes. Wiesen, Biest, ja? Von dem wir ja auch schon gehört haben. Und ich glaube, die Wölfe folgen seinem Befehl. Socken. Immer her damit. Eine außergewöhnliche Zeichnung für so ein Spielzeug. Wer kennt die noch? Also ich kenne die noch aus meiner Kindheit. Und wenn man fertig war, dann hat man die genommen und geschüttelt und dann war das Bild weg und man konnte dann quasi nochmal malen. Links und rechts hast du so Drehrädchen gehabt. Die haben dann quasi, damit konntest du das Bild malen. The sheets were in such a way that indicated a rude awakening, followed by a hurried escape. What had happened here? Ja, die sind überrascht worden, ja. Und er ist ja dann auch den hinterhergerannt. A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Kann man das nicht zumachen? Nee. Also ich glaube... Ich wollte zoomen, aber es geht gar nicht, ne? Ich habe halt mir das Bild. Aber wir sollten jetzt so schnell wie möglich gucken, dass wir hier eine Waffe, unsere Waffe kriegen. Okay, pass mal auf. Ich nehme doch lieber die ihr wisst schon, Brechstange. Was wollte der hier, der Wolf, ne? Hat man ja schon alles, ne? Okay, also wir gehen mal hinterher. Dieses Möbelstück wurde mehrfach verrückt. Wir verrücken auch mal. Eine Nachricht von Martin Blaze. Liebe Marie, entschuldige bitte meine hakelige Schrift, aber ich muss mich beeilen. Ich fahre nämlich mit Mutter und Miss Royce nach Nordmanistan, denn sie sagen, dass es hier in den nächsten Tagen viel zu gefährlich ist. Ich weiß nicht, was los ist. Mutter erzählt mir nichts, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich weiß nur, dass sie denselben Ausdruck im Gesicht hat, wie sie ihn immer hat, wenn ich sie erschrecke. Vater und Mr. Roy kommen nicht mit. Sie sind los, um Mr. Lunchhands zu holen. Das sind echte Helden. Meine Oma lebt in einem wirklich großen Haus in Nordmanistan. Du wärst dort auch willkommen. Ich muss jetzt los. Also jetzt sofort. Dein Freund Martin. Interessant, ne? Lass dich hier nie wieder blicken, du Wolf! Und wenn, bring wenigstens Blumen!
gucken, ob es hier irgendwas gibt. Lauf mal eine Runde rum. Oh Gott, wer setzt sich denn hier in die Kälte, oder? Auch nix. Obwohl ich eher vermuten würde, dass, wenn die Wölfe hier schon rumströbern, dass sie eher die Mülltonnen umwerfen. Ne? Aber gut. Wir gehen mal hier schnell rein. Haben wir die Tierschüsse gehabt? A key. What could it be for? The garden shed? Carl couldn't reach it with his arm alone. But he had more than a few tricks up his sleeve to pick it up. Und das haben wir ja gemacht mit dem Magnet, ne? So, guck mal hier. Leuchtkugel. Ein Hammer. Oh, schade. Okay, wir müssen ein bisschen was ins Auto legen. Ablegen. Und zwar den Hammer, Fleisch, das Holz. Ziretten auf jeden Fall. Ziretten können wir ablegen, brauchen wir erstmal nicht. So. Jetzt müssten wir genügend Platz haben dafür. Mach auf. So, danke. Tür zu. Ja, ja, Tür zu. So, da. Ein leerer Benzinkanister. Die Kettensäge funktioniert nicht. Anzünder nehmen wir wieder mit. Du, was wir haben, haben wir, ne? Das ist nichts. Eisenwaren. Okay. Wir werden bestimmt für irgendwas gebrauchen später. Und noch irgendwas? Ein Schraubenzieher oder so? Nee. Ich glaube, hier haben wir alles. Ist ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, außer dass wir jetzt wirklich nochmal zurückfahren und diesen Spuren folgen. Noch was? Nee. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal rein, speichern und dann fahren wir nochmal los. So, nochmal schnell aufwärmen. Gut. Was haben wir denn alles? Hamilton, Sohn eines reichen Bankiers aus Chicago, erlebte seinen ganz eigenen Goldrausch im Norden von Quebec, wo er eine Kupfermine betreibt und das Vermögen seiner Familie vergrößert. Man kann nicht reich werden, ohne andere Menschen auf die Füße zu treten. Das ist das Lebensmotto von Hamilton. Und mit der Ausweitung seiner Kupfermine hat er sich sicherlich keine neuen Freunde gemacht. Hamilton beschuldigt die Cree, seine Besitztümer anzugreifen, vor allem sein luxuriöses Jagdhaus im Norden von Auch das dürfte nicht besonders gut bei der örtlichen Bevölkerung ankommen. Die Cree sind wahrlich nicht gut auf ihn zu sprechen. Seine Minen stören womöglich den großen Geist. Dieser Vandalismus ist wie geschaffen für mich, denn da muss ein Profi ran. Ich treffe mich mit Hamilton bei seinem Gemischtwarenladen. 1553 ja, herkommen, um ein paar eingeschlagene Fenster und Türen zu untersuchen.
und habe jetzt eine Leiche am Hals. Hamilton wurde ermordet. Ich muss die Sache aufklären. Was für ein Fall. Der Unfall. Ein Unfall. So ein heftiges Erlebnis habe ich seit Korea nicht mehr gehabt. Wer war da am Steuer des anderen Fahrzeugs? Wer auch immer es war, er hat nicht die geringste Chance, wenn er zu Fuß weitermachen will. Und warum hatte er es überhaupt so eilig? Ein hübsches Gesicht auf der Rückseite eines hübschen Gesichts. Ein hübsches Gedicht auf der Rückseite eines hübschen Gesichts. Ja! Der rücksichtslose Fahrer war zumindest ein Melancholiker. Ein verschlossener Kasten. Wäre es falsch, einen Blick hineinzuwerfen? Stimmt, würde ich einen Hinweis darauf finden, wer der rücksichtslose Fahrer war. Aber dafür muss ich zuerst den passenden Schlüssel finden. Hey, ich war noch gar nicht fertig. Der Unfall. 2 von 2, da haben wir nichts. Nichts, nichts. Dann, der Kasten hat Brisantes offenbart. Hamilton wollte die Machenschaften von Gegnern der Demokratie aufdecken. Ich muss noch herausfinden, wie diese Nachricht dem Doktor in die Hände gefallen ist. Der rücksichtslose Fahrer war definitiv jemand, der vom Ort seines Verbrechens geflohen ist. Mit dem Blut von Hamilton an den Händen. Ein Wahnsinn. Ein eisiges Geheimnis. Nur der ganze Schnee her. Das heißt zwar, der Herbst ist schwierig vorherzusagen, aber das ist nicht mehr feierlich. Ich habe heute sehr merkwürdiges Eis gesehen, das von innen heraus zu leuchten schien. So was habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich kenne keinen chemischen Prozess, der unsichtbare Abdrücke auf einer Fotografie sichtbar macht. Ich muss sagen, das Ganze wirkt absolut übersinnlich. Die seltsame Vision, die ich hatte, als ich mich auf dem Eis näherte, ist verwirrend. Mein detektivisches Gespür konzentriert sich auf ein kleines Detail, das womöglich belanglos ist. Eine Halskette mit einer eingravierten Ziffer, 739. Was hat es damit auf sich? Schwierig zu sagen, wovor genau Familie Blaze floh, aber dass sie geflohen sind, steht außer Frage. Der Brief eines Kindes bringt mich bei meinen Nachforschungen weiter. Martin Blaze und seine Mutter sind zusammen mit Jean Roy nach Norden aufgebrochen, um dort Zuflucht zu suchen. Die Männer hingegen haben sich vorgenommen, Jill Lechens zu warnen. Alle versuchen zu fliehen, aber nicht jeder schafft es. Ich habe am Rand einer eingestürzten Straße ein verlassenes Fahrzeug gefunden. Was wohl mit den Insassen passiert ist? Dieses Fahrzeug gehörte ohne Zweifel Wilfried Roy. Ein Ranger-Fiebel ist der Beweis. Es würde mich nicht wundern, wenn ein Experte wie er eine Abkürzung durch den Wald genommen hätte. So was ist denn los, ne? Um irgendwo Zuflucht zu finden. Wer sind diese 4 Leute? Ja, einer davon ist ja abgehauen, ne? Eine seltsame Wand aus Eis wächst schnell an und schließt uns ein. Also noch ein merkwürdiges Phänomen hier in dieser Gegend. Die 4 gespenstisch leuchtenden Silhouetten haben sicher etwas mit dem Ganzen zu tun. Ja, und da haben wir noch nichts. Ein Klient ist tot, es läuft alles aus dem Ruder. Okay, wir fahren zurück.